Lavafleisch. Jedenfalls sind die da echt vorbeigekommen, haben gesagt, ja, lasst euch schmecken, guten und so. Und wir so, ja, yeah, danke schön. Und dann haben wir uns dann noch da waren wir in einem Dönerladen, da war so rotes Zeug. Da hat die Sarah gefragt, was ist denn das? Und da so, ja, das ist das und das, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt. Und dann hat er auf den Teller geklatscht und gesagt, hier, probier mal, das gibt's bei uns auch nicht. Kostenlos einfach mal was auf den Teller geklatscht. Hallöchen, gibt's ja nicht. Also, es war wirklich absolut klasse. Dann, was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, Dirty Dancing war total schön. Also, eine Hälfte von unserer Klasse war zur Blumen Group. Das hätte aber 20 Euro mehr gekostet. Und ich habe mir gedacht, okay, Dirty Dancing ist auch so voll meine Welt. Und es war wirklich klasse. Die konnten tanzen, Leute. Da haut's die Miets anbauen. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Da war die eine hier, diese Schwester von Baby, die Schwarzhaarige, die ist im Musical blond. Die hatte eine total geile Rolle. Also die hat das total geil gespielt. Und dann die Penny von Johnny, die erste Tanzpartnerin hier, diese blonde, hübsche, die schon im Film so hübsch war. Leute, Germany's Next Topmodel, ich meine, ich gucke es sowieso nicht, aber die Mädels können einpacken. Ihr habt noch nie in eurem Leben so eine Figur gesehen. Die hatte einen Körper und die konnte sich bewegen. Und unser Lehrer hat auch gesagt, einfach nur ästhetisch. Einfach nur ästhetisch. Wirklich, hammergeil. Jo. Gibt es sonst noch was ich erzähle? Ja, dann sind wir heimgefahren, also ich kann euch jetzt nicht... Ach, bei den Arkaden waren wir noch shoppen, da haben wir dann ein Pikolöschen getrunken, meine Sarah und ich. War auch sehr schön. Ja, dann wo wir heimgefahren sind, waren wir alle ziemlich knüller, es war ja dann auch schon spät. Aber es hat sich so gelohnt, ich will auf jeden Fall wieder nach Berlin. Den Fernsehturm habe ich noch fotografiert. Also wie gesagt, alles... Konnte man nicht sehen, dafür war einfach viel zu wenig Zeit, viel zu wenig Zeit. Ich würde auch gerne mal weggehen in Berlin, also es war total klasse, wirklich. Also I love Berlin und ich muss auch nochmal sagen, es ist witzig, weil er hat tatsächlich schon ein Video von mir geguckt. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich bei unserem Klassenlehrer bedanken. Ja, sie sind wirklich der Beste. So, dann... Ja, weil... Ach, ich wollte noch was zu den Nagellacken sagen, die ich mir gekauft habe. Ich habe ja jetzt diesen hier drauf. Die Frau zu mir hat gesagt, in diesem Laden bei Kiko, ja, eine Schicht erdeckt. Es stimmt tatsächlich, eine Schicht erdeckt. Das Einzige an der Bürste ist übelst viel... Oh Gott, Leute, ich muss aufpassen. Ich tue mir jetzt hier wieder... Es ist übelst viel Produkt und die Bürste ist riesig. Damit kannst du Pferdehufe lackieren. Also riesig ist die Bürste. Aber vom Auftragen her ganz, ganz klasse. Eine Schicht und der deckt. Ich weiß nicht, ob das bei dem Roten auch so ist. Ich hoffe es. Und ja. Ach, und dann wollte ich euch noch was zeigen. Es gibt eine Farbe von Dior. Und zwar ist das die 741. Und die ist eingetrocknet bei mir, weil ich dumme Nuss den nicht zugedreht habe. Und das ist original der Tube. Falls jemand die Farbe hat und es zu teuer ist, der Kiko ist original der Tube zu dem Dior. Ich sag nochmal die Farbe, das ist die 281, die ich jetzt drauf habe. Also ist wirklich total toll. Dann habt ihr alle noch gefragt, was ich für Nagellack im letzten Video drauf hatte. Der ist von H&M. Der heißt, warte mal. You Must Have It. Genau, You Must Have It. Und es ist ein absolut geiles Türkis. Ich kann es euch nicht zeigen, weil ich es zur Zeit mir eine Freundin ausgeliehen habe. Das bin ich für ein Herz. Und ja, ich zeige euch den aber auch nochmal. Der ist auch super vom Auftrag her. Ganz klasse. Danach haben viele gefragt. Auch viele haben mich gefragt nach meinen Haaren. Und dazu wollte ich jetzt nochmal ganz kurz was sagen. Ich weiß, das Video ist etwas durcheinander, aber dafür ist es einfach ein Laberababer. Und zwar werde ich ganz oft gefragt, was hast du für eine Haarfarbe, was nimmst du für eine Haarfarbe, was auch immer. Also ich gehe generell nur zum Friseur, ich färbe meine Haare nicht selber, das habe ich gemacht und ich denke mal, es kommt nochmal ein Video zu meiner Haargeschichte. Besonders für die Mädels, die ihre Haare ständig blondieren und denken, kein Stress, meine Haare vertragen das. Mhm, genau. Dazu kommt nochmal ein Video.
Meine Naturhaarfarbe fragen ganz viele, ist sehr, sehr hell. Deshalb sieht man bei mir auch kaum die Ansätze. Viele Friseure sagen, du hast total eine schöne Naturhaarfarbe, warum lässt du das nicht rauswachsen? Mir gefällt sie nicht. Also ich finde, sie passt nicht zu mir. Ich finde das so schöner. Dann habe ich noch ein paar dunkle karamellfarbene Strähnen. Also ich habe wirklich nur Strähnchen. Meine Haare sind nicht komplett gefärbt, nur Strähnen. Ich habe, wie gesagt, so hellblonde Strähnen, nicht weißblond. Es kommt in der Kamera mal weißblond rüber. Also sie sind hellblond schon, aber nicht weißblond. Und dann lasse ich mir noch so dazwischen so ein paar karamellfarbene Strähnen setzen, damit es einfach natürlicher aussieht. Ja, zu meiner Haarpflege habe ich ja schon ein Video gemacht. Ich hoffe mal, das habt ihr alle gesehen. Und ansonsten, ja, das war's eigentlich zu meinen Haaren, weil ihr immer so sagt, ihr sagt, du hast so tolle Haare, ich finde euch so süß, ihr seid solche Herzen. Ich freue mich immer so. Wirklich, wenn ich einen scheiß Tag gehabt habe, gebt ihr mir wirklich so viel Kraft, wenn ich einfach komme und sehe, was ihr mir geschrieben habt. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin euch so dankbar. Apropos dankbar wegen dem Contest nochmal. Also passt mal auf, Leute. Ihr werdet mir jetzt sicherlich böse sein, aber ich muss es wirklich so machen, wo ich auch sicher sein kann, dass ich mir alle Kommentare hundertprozentig genau durchlesen kann, weil es wird eine Frage geben und weil es gibt auch, wie gesagt, tolle Preise, die wolltet ihr ja sehen. Die zeige ich euch auch noch. Ich weiß noch nicht, ob ich sie euch zeige, weil das ist so, wie wenn man vor einem Hund mit einer Wurst rumwedelt. Guck mal! Und das ist mies, weil jetzt kommt's, ich werde den Contest voraussichtlich vom 21. Juni bis zum 10. Juni laufen lassen, weil das ist die Zeit, in der ich Urlaub habe. Ich bin jetzt wirklich jeden Tag arbeiten, also wirklich. Wenn ich mal frei habe, dann versuche ich ein Video zu machen, aber manchmal ist es einfach so, dass ich einfach nur entspannen will und total müde bin und wisst ihr, wie ich das meine? Und deshalb, ja. Oder manchmal geht es mir auch scheiße, ich habe zurzeit Osterkopfschmerzen. Habt ihr das auch? Liegt es am Wetter? Müsst ihr mir mal schreiben. Also das ist zurzeit so schlimm, da haut es die Miets an den Baum, ey. Wirklich, das ist ganz krass. Und das versaut ihnen auch dann immer die Laune und so. Und ich will ja, dass ihr mich so seht, wie ich halt immer bin. Ich bin nun mal so, wie ich bin. Ach, dann habe ich mir noch ein übelstes Ding geleistet. Da war mir so ein Kolosseum und da sehe ich so ein Oberteil. Das wollte ich mir erst kaufen. Dann habe ich aber so gesagt, ach, das ist kein Stress. Die Dinger gibt es auch bei uns in Deutschland. Für mich ist Berlin kein Deutschland. Also wirklich, wir haben dort Sprüche losgelassen, das gibt's gar nicht. Sarah hat noch eingerissen, den wollte ich euch auch erzählen, da hättet ihr euch auch totgelacht. Aber ich weiß nicht mal, was sie gesagt hat. Sie hat irgendwas Dünnes noch gesagt, total geil. Jo, gibt's sonst noch irgendwas? Nö. Wie gesagt, mit dem Contest, dass ihr da Bescheid wisst. Und wie gesagt, wegen der Regelmäßigkeit von meinen Videos, ich will auch nicht vordrehen, weil ich will das halt so machen, wie es so halt kommt und ist. Und ich will euch auch immer sagen, schönen Sonntag, heute zum Beispiel, schönen Sonntag, wir haben es 18.17 Uhr und in einer Dreiviertelstunde kommt Big Brother. Ja, ich gucke Big Brother. Ich gucke kein Germany's Next Topmodel. Ich gucke kein GZSZ. Ich gucke nur Big Brother. Lasst mir das. Ich darf das. Ja. Ich würde mal sagen, morgen geht. Warte mal, wer ist nominiert? Klaus ist nominiert. Was wäre auch sonst? Es hassen ja alle Klaus. Ich muss dazu sagen, ich hasse Klaus nicht. Dann ist nominiert Timo. Und wen haben wir denn noch hier? Die Blonde, wie heißt denn die? Wie heißt die? Isa? Nee, Leute, ich weiß, mir fällt gerade nicht ein, wie die Blonde heißt. Naja, ich hoffe, dass die geht. Blonde, ich hoffe, dass du gehst, du dumme Ziege. Das musst du jetzt raus. Ich hasse diese Person. So, gibt's noch irgendwas? Nee, es gibt jetzt nichts. Ich höre jetzt auf zu labern. Danach kommt noch ein Video und danach kommt vielleicht noch ein Video. Ich hoffe, ihr freut euch, meine Herzen. Ich habe euch ganz sehr lieb. Tschüss!